Ein wenig testen, ein wenig probieren. Ja, mal die Kräfteverhältnisse von so einem Mini-Bagger mal ausnutzen, um eben vorgefertigte Längen in der Fernwärme in die Position zu schieben, wie es denn später ungefähr so sein soll. Kommt dann in den Kram rein. Wir haben die Längen mal auf Balken vorgefertigt, vorgeschweißt, entsprechend vorgerichtet, geschliffen und dann weggeschweißt. Und jetzt werden wir das mal so ein bisschen auf Position rücken. Das ist natürlich mit so einem Mini-Bagger so eine Sache für sich, aber es funktioniert. Ihr seht, wie mein Kollege Rudi so ein bisschen kämpft mit der ganzen Situation. Aber ja, es geht durchaus, ne? Wir haben da ein paar Balken draufgelegt und da kann man eben die Sache so ein bisschen ins Rutschen bringen. Bleibt auch drauf, das fällt nicht runter, keine Sorge, das ist natürlich vorher bestens berechnet worden, um eben auch mal so zu demonstrieren, wie man eine Vorfertigung am Kram A gestalten kann, beziehungsweise auf dem Kram und dann das Ganze so ein bisschen zurechtschiebt, wo es denn hin soll, damit eben weitere Elemente unten im Kram angeschweißt werden können. Da kommt ja noch ein bisschen mehr ran, aber auf die Art und Weise kann man das so auch mal gestalten und umsetzen. Ja, ein bisschen links gedreht, bisschen rechts gedreht, bisschen geschoben und gehoben und schon funktioniert das Ganze. Wenn man das mal in Ruhe macht und ein bisschen überlegt, wie man es machen kann, aber da ist offensichtlich Rudi der bessere Spezialist, um das Ganze hier mal umzusetzen. Geht. Keine Sorge, da passiert nichts. Selbst in der Situation, der Bagger fällt nicht um. Das ist schon durchaus reell. Die Rohre, die ihr jetzt gleich seht, die werden im Graben gezogen. Auch das ist umsetzbar. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Herzlichen Dank für eure Abos, für eure Interessen hier auf dem YouTube-Rohrschweißer-Kanal. Weitere Infos unter dem Video und Rohrschweißkurse sind auch da für euch zum Umsetzen.